Daniela Ziefkopf. Oberösterreich hat eine neue Miss. Warum jetzt alle bald nach ihrer Pfeife tanzen und ein etwas rauerer Ton in der Missenbranche herrschen wird, dazu gleich mehr. Erstmals muss sich der amtierende Mister nach Bianca Grundsteiner jetzt an eine neue Partnerin gewöhnen. Da muss ich mir jetzt zusammenreißen, was ich sage, weil jetzt war da ein bisschen ein anderer Wind. Oberösterreichs Frauen sind nämlich vor allem eines: hartnäckig. Wenn sie was wollen, dann tun sie das auch. Sie wollte nach Hollywood. Jetzt war ich gerade in Los Angeles bei den Oscars, dann bei einem Lakers Game wurde ich eingeladen, hatte ein Testshooting für Guess und als nächstes bin ich bei den Cannes Filmfestspielen. Tatsächlich habe ich das ohne Agentur, ohne Manager selbst gemacht, aber über die Plattform Instagram. Nadine ist ein Curvy-Model. Ein bisschen Po braucht man heutzutage nämlich nicht mehr verstecken. Die Tage, wo die Kleider das Model trugen, sind vorbei. Ja, alles scheint so glamourös in der Missenbranche. Schöne Menschen, tolle Körper und aufregende Momente. Man sieht so viele Leute und so viele Prominente. Also für mich war das damals so richtig, oh mein Gott, bin ich jetzt auch prominent oder was ist das? Also, wie bist du jetzt prominent? Für mich ist es immer noch so, wie als wäre ich nicht prominent, aber ich bin ab und zu bei den Prominenten dabei, also vielleicht so Hälfte, Hälfte. Wo bitte wären da jetzt die Schattenseiten am Missendasein? Recht viel Zeit hat man immer. Also es ist wirklich so, es ist sehr stressig mit den ganzen Terminen. Also sie braucht heute Abend nicht sonderlich viel feiern, weil morgen in der Früh geht es gleich mit den ersten PR-Terminen los. Schläft man halt ein wenig weniger. Man schläft eh genug, wenn man mal tot ist. Schönheitsschlaf, das war einmal. Hinter den Kulissen, vor der Wahl, ein anderes Problemchen, nämlich ein Platzproblem. Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt so kleine Problemchen. Das Kleid ist ziemlich eng drum. Ja, aber jetzt kriegen wir es. Dann wäre wieder das Kleid schuld. Ja, sagen wir mal so. Ja, ist ein 32er, darum ist das ein bisschen sehr figurbetont. Größe 32, davon können viele nur träumen. Aber auch angehende Missen haben Sorgen. Für viele Mädels ist es nämlich das erste Mal am großen Laufsteg und das noch dazu in High Heels. Meine Zeichen holen das einfach nicht aus, das ist rechts und links, ist einfach, wenn es aussteigen, ist einfach nicht so super. Dass ich irgendwie umbückel oder ausrutsche, das ist so meine größte Angst. Also wir haben vor allem etwas mehr oder weniger. Wir haben heuer eine Offizierin dabei, eine angehende, die auch noch Kickboxen macht. Wir haben jemanden dabei, der hat ein bisschen Missenblut in der Familie. Da ist zum Beispiel auch der Freund, der ist gerade bei der Mister Oberösterreich-Wahl angetreten und ist Dritter geworden. Wir haben ganz tolle, große Mädels mit Modelmaßen. Von der Miss zur Missenmacherin. 1997 war ihr großer Auftritt als jüngste Miss aller Zeiten. Da war Nicole Kern noch keine 16 Jahre alt. Ich war auch furchtbar aufgeregt und nervös. Bei mir war die Wahl damals im Februar. Das heißt, da ist man normal nicht so braun zu der Jahreszeit. Solarium gehen und Sport machen, was ich sonst eher nicht so tue. Und halt ja schon auf die Ernährung ein bisschen achten, was ich jetzt auch gar nicht mehr tue. Aber man ist halt dann gezielt für die Misswahl, bereitet man sich schon vor. Ich bin absoluter Streber, immer wenn es um irgendwas geht. Und habe halt damals, was es halt damals alles gegeben hat, alles gemacht. Also trainiert und hat geschaut, dass man wirklich das Beste aus sich rausholt. Der Bikini-Durchgang oder der Moment, wo alle gerne zur Kamera greifen, wenn die schönsten Mädchen des Landes zeigen, was sie haben. Und dann geht alles ziemlich schnell. Die angehende Berufssoldatin wird Miss Oberösterreich 2018. Du wirst dann Uniform tragen und wie darf man die dann nennen? Leutnant, bitte. Und dann werde ich vielleicht einmal die Schärpen drüber tun. Sie lernt dort auch, sich vielleicht gegen Mächtigere zu widersetzen. Daniela Ziefkopf ist die Miss Oberösterreich 2018. An ihrer Seite die Vizemiss, die 20-jährige Linzerin Diana Seyer. Die beiden werden Oberösterreich national und international repräsentieren. Oberösterreich, Hollywood, Cannes, Model, Miss oder eben Soldatin. Diese Mädels stehen definitiv ihren Mann. Nur eben in High Heels.